7 mit Corinna Decker. Wer sich heute mal wieder über den Chef geärgert hat, unbedingt dranbleiben, denn in einer Viertelstunde, da sagt uns ein Arbeitsweltprofi, warum wir eigentlich gar keine Anführer brauchen im Job. Viertel nach 11. Radio 7 ist bei allen, die gerade schwer am Schuften sind. Wie sich Menschen organisieren, wenn ihnen keiner sagt, was sie tun sollen. Das ist das aktuelle Buch von Lars Vollmer aus Moos im Kreis Konstanz. Und das kommt sehr gut an bei euch. Lars Vollmer ist Honorarprofessor, Kolumnist und Buchautor, eigentlich aber Ingenieur. Und er beobachtet Wirtschaft und Gesellschaft und kommt dadurch zu den Thesen, über die er dann schreibt und die er uns in dieser Woche genauer erklärt hier auf Radio 7. Heute: in selbstorganisierten und machtbefreiten Teams steckt die bessere Lösung. Herr Vollmer, heißt das, wir brauchen keine Anführer? Ja, gerade wenn Probleme hochdynamisch sind, wenn es wahnsinnig viele Überraschungen gibt, wenn es ganz, ganz schnell gehen muss, da versagt sowas wie zentrale Steuerung. Die Jahrhundertflut in Dresden, wir erinnern uns noch daran, da haben innerhalb von wenigen Stunden 20.000 Menschen ganz selbst organisiert über Twitter und Facebook kommunizierend, sich selber in der Hilfe unterstützt. Während die zentralen Rettungskräfte, alles tolle Menschen, hoch engagiert, die warteten auf die Einsatzbefehle, die gar nicht so schnell kommen konnten, weil sich die Lage so schnell verändert hat. Also wenn es hochdynamisch ist, wenn es viele Überraschungen gibt, ist die zentrale Steuerung unterlegen. Also brauchen wir eigentlich keine Chefs, oder? Nein, rein formal braucht es ja eh schon meistens einen. Einer muss ja hinter Gittern, wenn die Insolvenz droht, nicht wahr? Aber es gibt Probleme, für die sollte man die Macht aus Teams rausnehmen. Also man sollte die machen lassen, denen ein Problem schenken, wie ich gerne sage, also ein echtes Problem hinsichtlich des Kunden, und sich dann bloß nicht mehr einmischen. Ihnen vielleicht Schutz geben, dass sie nicht gestört werden, aber nicht die formale Macht mit ins Team rein. Ja, aber das ist doch gerade ein Teil des Problems, weil es ja gerade Chefs schwerfällt, loszulassen, zu sagen, ach, ich lasse die mal machen, die können das schon. Ja, es hat nicht nur was mit Loslassen zu tun, aber ich stimme Ihnen natürlich zu, es ist auch eine Charaktereigenschaft, aber es ist vielmehr eine strukturelle Eigenschaft in Unternehmen, Teams ohne Organigramme aufzubauen. Das funktioniert in ganz vielen Fällen schon, es ist keine Utopie, sondern man kann es heute schon sehen. Also liegt es dann auch an mir. Ich muss mir dann auch selbst sagen, ich schaffe das schon, oder? Das ist auf alle Fälle der Anfang. Vor allen Dingen, ich habe eine Idee, wie ich das Problem lösen könnte. Also nicht nur in Bezug auf die eigenen Qualitäten, sondern auf eine Idee für die ganz konkrete Situation. Ich weiß da was, Chef. Ich könnte da. Ich habe eine Idee. Lass mich. Das ist der erste Schritt. Noch mehr Motivation und tolle Thesen von Lars Vollmer gibt's in seinem Buch. Und das schenke ich euch jetzt. Okay, also jetzt sag ich euch, was ihr tun sollt. Anrufen unter 0800 70 77 110. Und solange gibt's die neue von Max Giesinger. Nicht so schnell. Was nicht, wie lange ich hier schon. Der Chef ist weg und die Leute, die laufen zur Hochform auf. Radio 7 um 11:45. Wie sich Menschen organisieren, wenn ihnen keiner sagt, was sie tun sollen. Das ist das aktuelle Buch von Lars Vollmer aus Moos im Kreis Konstanz. Das schenkt mir euch diese Woche, jeden Vormittag. Beate aus Buch, sag mal, hast du denn einen netten Chef? Ja, natürlich. Ich habe eine ganz tolle Chefin. Natürlich, die vielleicht gerade auch zuhört. Ja, richtig. Warum interessiert dich denn das Buch von Lars Vollmer? Ich denke einfach, ja, um neue Ideen zu bekommen, neue Eindrücke zu erlangen. Ja, aus dem Grund. Lässt deine Chefin dich viel selber machen oder mischt die sich gerne mal zu oft ein? Solange alles in Ordnung ist, mischt sie sich eigentlich nicht ein. Also jeder hat bei uns so seine Aufgaben. Mhm. Und ich denke, solange da jeder immer alles adäquat macht, passt das soweit. Was arbeitest du denn eigentlich? Ich bin im Sekretariat einer Schule. Einer Schule? Ja. Oh, dann ist deine Chefin die Direktorin. Richtig, genau. Oh, okay. Oh Gott, ja. Da würde ich natürlich auch immer gucken, dass alles passt, bevor ich zur Rektorin muss. Oh Gott. Genau. Damit ihr euch auch in Zukunft gut versteht, schenke ich dir das Buch sehr gerne, Beate. Cool, danke schön, das freut mich. Und Kollegin Elke Rutenkolk hat noch ein Exemplar, das schenkt sie euch morgen um 11:15 und spricht dann mit Lars Vollmer darüber, dass Menschen sich dann blöd verhalten, wenn auch die Organisation blöd ist.
Radio 7 mit Elke Rutenkolk. Wir Menschen verhalten uns nicht nur einfach so mal blöd. Nein, wir verhalten uns dann blöd, wenn die Organisation blöd ist. Das ist eine der Thesen von Lars Vollmer. Über die werden wir uns gleich unterhalten und das passende Buch schenken wir Ihnen noch oben drauf. Ich wünsche Ihnen einen schönen Freitagvormittag. Meine Musik, mein Zuhause, Radio 7. I think I've had enough. Sigrid ist das, neu auf Radio 7 mit Strangers. Schönen Freitagvormittag um gleich 11:15. Warum Führungskräfte in komplexen Situationen versagen? Oder Wissen ist gut, aber erst machen macht besser. Das sind nur zwei Beispiele der Bestseller von Lars Vollmer, der die Arbeitswelt verbessern will. Als Ingenieur, Honorarprofessor, Redner, Kolumnist und Autor beobachtet er Wirtschaft und Gesellschaft. Und da kommen ganz neue Sichtweisen und Ideen bei raus, wie wir unseren Arbeitsalltag besser an die Zeit anpassen können und vielleicht sogar sollten. Wir sprechen über seine Thesen in dieser Woche. Heute zum Schluss die folgende. Menschen verhalten sich eigentlich systemkonform und vernünftig. Aber wenn die Organisation blöd ist, verhalten sich die Menschen auch blöd. Ja, Lars Vollmer, damit ist ja eigentlich schon alles gesagt, oder? Ja, aber wir machen gerne oft den Fehler, dass wir Menschen in irgendwelchen Organisationen beobachten und denken, oh, boah, was macht denn der jetzt für ein dummes Zeug? Und wenn der doch nur anders wäre, den müsste man mal in eine Schulung stecken oder in ein Training, der muss eingenordet werden. Aber meistens ist gar nicht der Mensch das Problem, sondern der Kontext, in dem er sich bewegt. Aber der Kontext ist ja auch gerade das, was ich nicht unbedingt ändern kann. Was der einzelne Mitarbeiter nur bedingt ändern kann, was die Organisation als Ganzes aber schon verändern kann. Und jeder ist ja nun mal ein Teil davon. Also Menschen in einem Fußballstadion brüllen und sind laut. Und die gleichen Menschen gehen womöglich, ich kenne welche, 2,5 Stunden später in die Oper und sind mucksmäuschenstill. Die Menschen sind dieselben, aber ihr Verhalten ist in unterschiedlichen Kontexten anders. Mhm. Und wenn ich jetzt als Chef, als Abteilungsleiter, aber auch als Kollege meine anderen Kollegen immer nur im Fußballstadion sehe, glaube ich plötzlich, die könnten nur brüllen, die könnten gar nicht ruhig sein und beziehe diese Eigenschaft also auf die Persönlichkeit und nicht auf die Situation drumherum. Also andersrum ist vielleicht der Kollege, den ich bei der Arbeit blöd finde, eigentlich gar nicht so blöd. Genau, also die erste Annahme, das wäre meine Empfehlung, ist immer, warum ist das opportun, so zu handeln, wie er es gerade tut? Warum ist das womöglich richtig? Was für uns in unserer Umgebung fördert eigentlich dieses scheinbar blöde Verhalten? Wo ist der Sinn im Unsinn? Welches ist denn Ihr Tipp? Wie kann ich mich denn da selber ein bisschen kontrollieren und darauf achten, dass mir das öfter einfällt, auch mal andersrum zu überlegen? Naja, mit vielleicht dem Hinweis darauf, dass es immer zuletzt der Mensch ist, der blöd ist. Immer erstmal daran denken, was könnte am Kontext richtig sein. Vielleicht sich einen Knoten ins Taschentuch machen, um nicht den Menschen zu beschuldigen, sondern die Organisation, den Kontext, die Rahmenbedingungen zu beschuldigen. Mehr Erkenntnisse und Denkanstöße im neuesten Buch von Lars Vollmer. Wie sich Menschen organisieren, wenn ihnen keiner sagt, was sie tun sollen. Eins haben wir noch und das kriegen Sie geschenkt jetzt unter 0800 70 77 110. Wie können wir uns vom Business-Theater befreien? Ideen im Buch von Lars Vollmer. Jetzt abholen 0800 70 77 110. Moderne Führung, neue Arbeitswelten, das sind die Themen von Lars Vollmer. Ingenieur und Honorarprofessor, Redner und Buchautor aus Moos im Kreis Konstanz. Sein neuestes Büchlein, muss man ja schon fast sagen, weil es uns in der Handtasche begleiten kann. Schöne Lektüre für zwischendurch. Also dieses Buch verschenken wir heute zum letzten Mal, wie sich Menschen organisieren, wenn ihnen keiner sagt, was sie zu tun haben. Ulrich Pflüger in Ulm, warum soll das letzte Buch dir gehören? Ich bin Anwaltsmeister, habe einen kleinen Betrieb und da ist das Verhalten von Menschen, nicht nur Kunden, sondern auch Mitarbeiter, ist immer ein Thema. Und aber schlicht und ergreifend auch als Familienvater. Die Familie hat ja auch Strukturen, wo es manchmal etwas das Verhalten zu hinterfragen gibt, denken sich, dass es sehr interessant wäre. Ja, das stimmt natürlich. Was hat dich denn jetzt am meisten angefixt bei unserem Gespräch gerade? Also es ist ja anscheinend toll, wir sind alle gar nicht blöd, nur der Kontext ist oft blöd. Wann ist dir das denn auch schon so gegangen, dass du vielleicht jemanden blöd gefunden hast, ohne zu wissen, warum er tut, was er tut? Das passiert öfters, wenn man mit größeren oder großen Firmen als Kunden zu tun hat. Und dann denkt man zunächst auch, der Sachbearbeiter, der jetzt gerade einem scheinbar blöd kommt, ist blöd in Wirklichkeit
kann er ja aufgrund seines Kontextes gar nicht anders. Und deswegen dann zu erkennen, dass eigentlich nicht der Mensch blöd ist, auch wenn er gerade was schreibt oder sagt, was einem nicht passt, sondern dass er gar nicht anders kann aufgrund des, seiner Firmenumgebung, der Sozialisierung dort, ist mit Sicherheit das, was mich jetzt am meisten da gerade interessiert hat. Okay, wo ist denn deine Firma und was macht ihr da? In Ulm, in der Stadtmitte, und wir machen Stempel. Ah, okay, sagt mir sogar was, ja. Und ich meine, da kann ich nur sagen, deine Mitarbeiter werden jetzt noch glücklicher, weil ein Buch geht auf jeden Fall zu euch. Viel Spaß damit. Herzlichen Dank, Elke. Ja, danke sehr. Und ein schönes Wochenende dann.